Etwas aus dem Verborgenen holen, hinter die Dinge blicken, Unsichtbares sichtbar machen, mit Feuer. Das ist es, was sich von Beginn an durch mein Schaffen zieht, meint der Künstler Thomas Girbel aus Latschach am Fagersee. Er bearbeitet seine Kunstwerke aus Papier, Leinen und Holz mit Gasbrenner und 600 Grad heißer Flamme. Seine ersten Inspirationen und Ideenträger waren die Buschbrände Australiens, in denen neben der Zerstörungskraft des Feuers gleichzeitig auch die Entstehung neuen Lebens liegt. Diesen Prozess setzte Thomas Girbel vor allem in der Bearbeitung von Holz bewusst um, nach einer reliefartigen Formgebung, ähnlich der Rinde samt Witterungs- oder anderer von außen entstandener Spuren, wird dies durch gezielten Einsatz der Flammen wieder unkenntlich gemacht, ähnlich dem Prozess, der während eines Buschbrandes passiert. Durch das Herausschaben der Asche und den nachfolgenden Einsatz spezieller Farben, unter anderem Pigmente, die unter Hitzeeinwirkung schmelzen, bekommen die Werke ihr charakteristisches Aussehen und symbolisieren dadurch die Wiedergeburt, Neuentstehung, Transformation und Neuentdeckung des Lebens. Daraus resultiert auch der neue Zyklus Burning Discovery. Das Leben bietet immer wieder neue Möglichkeiten für Entdeckungen. Egal wo, egal wie. Ob im Großen oder Kleinen, im Innen wie im Außen. Dem Betrachter zeigen sich Formen und Farben, die an Landschaften erinnern, Inseln oder noch nicht entdeckte Planeten und deren Oberflächen. Mit Thomas Girbel seine aktuelle Ausstellung »The Hour of Bird« und zieht damit einen Kreis von der Geburtsstunde seiner Burning Pictures hin zu seinem aktuellen Zyklus Burning Discovery. Zu sehen von 15.11.2013 bis 16.05.2014 in der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental. Nach den ersten Eindrücken muss ich sagen, dass es sehr, sehr schöne Kunstwerke sind. Ich habe Kunst in dieser Form bis dato noch nicht kennengelernt. Vor allem, dass man Feuer in dieser Art und Weise mit den Elementen einsetzt und derartige Bildnisse zustande bringt. Was gefällt Ihnen besonders an den Bildern? Sie sprechen sehr viel, also erstens einmal die erdigen Farben, die schönen Farben, was er hat, und die Ausstrahlung, also der Bilder, man merkt, dass das mit Feuer, also wirklich, dass er mit Feuer gespielt hat, und die sind einfach traumhaft schön. Seit wann gibt es das Kulturforum St. Jakob? Das Kulturforum St. Jakob besteht seit dem Jahre 2006. Im Jahr 2006 ist eben dieses Künstlerhandbuch unterwegs zu den Künstlern in der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental in drei Sprachen, also Deutsch, Italienisch und Slowenisch, herausgekommen. In diesem Buch sind 10 Künstler. Alle 10 Künstler sind in St. Jakob sesshaft. Wodurch sind Sie auf diese Ausstellung von Thomas Girbel aufmerksam geworden? Ja, ich wohne in dieser Gemeinde und verfolge natürlich die Ausstellungen, die in der Gemeinde stattfinden. Und außerdem kenne ich Thomas Girbel schon längere Zeit, weil wir gemeinsam in einem Buch veröffentlicht worden sind, und zwar in diesem St. Jakober Kunstbuch. Und da ist mir Thomas Girbel aufgefallen. Naja, ich bin immer wieder überrascht, welches Potenzial wir auf künstlerischem Gebiet in unserer Gemeinde oder auch in der Umgebung unserer Gemeinde haben. Speziell diese Art der Malerei, die ja hier so besondere künstlerische Perspektiven eröffnet, hat mich sehr angesprochen, und ich denke, dass sich das kunstinteressierte Publikum auch, dass es dieses Publikum auch auf ihre Kosten und auf ihre Rechnung kommen wird. In der Vergangenheit haben Sie schon einige spannende Live-Performances mit Feuer vor Publikum gemacht, zum Beispiel auch in der Alp-Madre-Galerie in Klagenfurt. Wann gibt es wieder mal die Möglichkeit, bei einer solchen Live-Gestaltung eines Ihrer Burning Pictures dabei zu sein? Also momentan bereite ich mich vor. Es bedarf einer sehr langen Vorbereitungszeit. Und die nächste Performance wird im Februar sein, und das wird im ersten Bezirk sein, in Wien, am 28. Februar.
wo mich auch eine Eventagentur vertritt, Renate Leper. Und darauf freue ich mich schon, weil durch die Live-Performance eigentlich der spannendste Moment sichtbar wird, wo ich live mit Feuer Unsichtbares sichtbar mache.